Yo, moin, Leute, und heute liebe Landratten und Rädchen und herzlich willkommen zurück zu Star Trek Online in der Klingonen-Kampagne. Und mit mir dabei ist der Krieger Tony. Kapla. Ja, so. Wir hängen hier auf der Sonnenseite des Lebens fest. Sozusagen. Und ja, Tuvok, aktivieren Sie die Schwärmer. So, besiegen Sie die Vot im Sicherheitsraum 0 von 3. Genau, dann. Oh nee, ich schieß versehentlich die Schwärme ab. Ja, das ist so. Die schießen ja auch auf mich. Aua! Sowas. Machen die das immer? Ja. Achso, ich dachte, die würden für uns aber dann auch schießen. Dann, oh, ausgerechnet halt Sultan der Betäubung. Haha, auszeichnen der unaufhaltbare Captain. So, den großen haben wir auch erledigt. Schwärmer-Taktik haben wir bekommen. Ich war mal so frei, ich hab mal so. Ohne oder was? Ohne, ja. Ja, ich bin Techniker, ich kann mich allem entgegenstellen. So. Gehen Sie zum ersten Raum zurück. Andere Richtung. Wo sind jetzt Cooper? Ach so, oh ja. Der taucht dann auf magische Weise auf, glaube ich. Ach so. Cool. Arm yourself. It is the Voth who killed the captain. Personal shield losing power. Der Voth hat mich angegriffen. Ja, mich auch. Wie konnte der Captain in einen Schuss von ihm sterben? Ja, der hat halt unser Plot Armor nicht. Haben die Charaktere noch so gewackelt, als es ja. Also haben noch so geschwankt, das haben sie auch durch die neue Animationstechnik beziehungsweise haben sie es versaut. Sie sollten vielleicht ein Schild um die nächste Tür errichten, bevor sie versuchen, sie zu öffnen. Ja, kein Problem. So. Öffnen der Tür zwingen. Kann es nur auf weite Entfernung kann ich es nur zwingen, okay. Anscheinend ist das einzige Hindernis zwischen uns und unserem Ziel ein wenig luftleerer Raum. Ich sehe gar nichts da durch diese Tür. Ich auch nicht, und eigentlich ist die Sonne da hinten da irgendwie. Ja, ich sehe nur noch einen schwarzen Gang. Früher konnte man aber wirklich mal was sehen. Ja, wahrscheinlich ist dieses Kraftfeld auch gleich so eingestellt, dass das Licht filtert, weil sonst würde man hier wegbrennen oder so. Ah, ist mit so einem Sonnenfilter ausgestattetes Kraftfeld. Genau. Verstehe, okay. Dann mit Tuvok sprechen. My modification successfully locked the Voth out of this area. However, there was an armed Voth battlesuit in the corridor. The station's automated swarmers attacked, and this is the result. Versuchen Sie noch einmal die Dyson zu erreichen. Sie können uns hindurch transportieren. No response. According to my readings, there is no method of direct access. Unless your ship is within range, we are stranded. Okay.
Okay, zwei Antwortmöglichkeiten. Meine Besatzung wird bei der Flotte sein. Sollen wir auf Cooper warten? Oder B, ich versuche die unsere Schiffe zu rufen. Also wir versuchen unsere Schiffe zu rufen. Das untere? Es gibt keine Antwort beim Rufen ihrer Schiffe. Okay. Sollen wir auf Cooper warten? Nein. Nee. I'm here! I'm here! Wait! Doctor, we require a way to access the other areas of the station. Your thoughts? I have an idea, but you may not like it. Those EV suits over there, they have maneuvering jets that we could use on the outside of the station. I've looked them over, and they should be able to withstand the heat of the sun. Should? Well, nothing will withstand that much heat and radiation for long. The suits appear to be designed for use in the shadow of the station. But, technically, they can keep us safe. For a little while. They will have to suffice. We have no other logical option. Herzlich willkommen bei Star Trek Online Tuvok the Clone Wars. Ja, genau. Oder es war Tuvok geteilt durch zwei gleich Fragezeichen. Ja, genau. Noch so ein Ding, wenn je nachdem welche Konsolenlösung man macht, einen anderen Raumanzug kriegt man. Und wenn man alle drei Raumanzüge zusammen hat und dann noch 50 Lobby auskriegt, dann kriegt man den ultimativen Raumanzug. Okay. Keine Ahnung, was heißt ultimativ? Also noch eine verstärkte Variante von dem. Warum nicht? Die haben eigentlich alle andere Stats. Aber für die Story ist es eigentlich egal. So. Ich habe jetzt so einen Raumanzug an. Noch nicht vergessen ihn zu aktivieren, das ist halt neu. Ja, ja, hab ich schon gemacht. So, aber früher auch nicht so, ne? Ja, nee, früher mussten noch anschalten, dass die Optik kriegst. Und jetzt hast du es dann gleich, aber der ist nicht an. So ein bisschen eine Ähnlichkeit mit den Dingern, die sie in dem JJ Wars Teil 2 an hatten. Ja. Wer ist nochmal Into Darkness? Mhm, genau. Die Displays im Helm. Okay, dann überzeugen wir mal Cooper. Do you really need me out there? Internal comms are still active. I could just tell you what you have to do. I really can't stand any more stress. I have no idea why Admiral Tuvok chose me for this project. I'm not trained for field work. If I get home alive, I'm writing a letter to the Federation Science Council. I'll file a formal complaint. Genau, jetzt haben wir drei Antwortmöglichkeiten. Doktor, wir brauchen Sie. Wir können nicht ohne Sie gehen. Oder Antwort 2, wollen Sie alleine sein, wenn die Boote zurückkommen? Oder 3, gibt es einen anderen Grund, warum Sie nicht mitkommen? Sabotieren Sie uns. Versuchen wir es mit der Angst in der Mitte? Genau. The Voth? I thought she defeated them all. They're not going to come back, are they? I can't be alone if they come back. They'll kill me. They'll rip me apart. Dann kommen Sie. Haben Sie mit uns, wenn Sie leben möchten. Okay, I'll do it. Much if you want to live. I can't fight the Voth alone. Ja, bei mir ist es alles auf Deutsch, ja. Ja. Nein, ich... Come with me if you want to live. Das ist... Ja, egal. Terminator. Alles gut. Gut, lassen Sie uns loslegen. Nee, ich hab die auch, gut. Die habe ich nie auf Englisch gesehen, die alten Dinger. Lassen Sie uns loslegen. Schön, dass die Raumanzüge one size fits all sind. Kurze Frage. Mhm. Dingsens. Achso, da. Hä? Mhm. Oh. Wenn man im Raumanzug ist, sieht man das Kraftfeld nicht mehr. Ich dachte kurz, es wäre schon deaktiviert, bevor Cooper seinen Anzug anhat. Nee, da sieht man nur noch dieses so ein Geflusel quasi. Oh, doch, es ist deaktiviert. Ja. Bin da gar nicht rausgelaufen. Oh, der Effekt sieht auch heftig aus. Ich war hier aber auch mal heller, oder? Alter, was geht da unten ab? Calm yourself, Doctor. Conserve your oxygen. Okay. Ja, das Licht passt irgendwie. Ah, Explosionsermittler, okay. Dots. Scannen Sie die Trümmer. There is a large amount of debris blocking the entrance. Ich wollte hier. It will be impossible for us to move it without assistance.
I can scan the area for anything that may be of use. Eine gute Idee, Tuvok. There are two objects of interest. The first is the remains of a Voth battlesuit. There is a mortar payload within it that we can place onto the debris. The second is the remains of a swarmer, specifically a miniaturized communications device. We could use it to detonate the mortar remotely. Sie holen den Kommunikator, ich hole die Ladung. Also von dem, was die Sonne da unten eigentlich abstrahlt, ist es hier dezent zu dunkel. Ja. Zwar früher war es besser. Ich habe mich damals gefragt, habe gedacht, auf Reise das sind die Floater easy peasy, aber hier ist es richtig kompliziert mit dem Fliegen. Ja, wegen dem, dass man nicht so richtig bremsen kann hier, ne? Brutzel. Ach, gar nicht. So, bringen Sie die Sprengladung an den Trümmern an. Was passiert einfach, wenn man mit diesen Raumanzügen jetzt eigentlich runterfliegen würde zur Sonne? Da kommst du gar nicht hin, aber du hast da eine Alpha-Wand, glaube ich. Ah, Sicherheitsabstand einhalten. Wieder in dieser Röhre einfach so zwei brennende Anzüge hocken. Ja, ja. So. Ladung zünden. Tuvok fliegt einfach durch die Flammen der Explosion hier. Tür zünden. Okay. Bei mir steht Tür scannen. Okay. The door is sealed. Any ideas, Doctor? There should be a manual release for the locks above us. Okay. Wer bringt denn manuelle Öffnung für eine Tür so an? Naja, okay. Ach, das ist eine Aufgabe, die ich liebe jedes Mal, wenn wir die hier gemacht haben. Ja, ich auch. Also, war im Prinzip nur Zufall, dass es geklappt hat. Aber muss den Entwicklern sagen, sie haben sich bemüht, dass man mal ein bisschen was echte Weltraumphysik dann drin hat. Ja. Ich glaube, sie haben es auch vereinfacht, weil ich weiß, früher bin ich immer viel mehr dran vorbeigeschossen. Oder ich habe mich daran gewöhnt. Kann es natürlich auch sein, man geht auch viel vorsichtiger ran als beim ersten Mal. So, 2 von 3 habe ich schon mal. Ja, ich auch. Die Türen sind offen, Dr. Cooper und ich warten draußen auf Sie. Nee. Hat er nicht drin? Mann, bald allein. Sehr schön. Mein Anzug blitzelt auch ein bisschen, als ob er gerade irgendwie so ein Elektro... Fehler hat oder irgendwie sowas. Irgendwann sind die Anzüge sind hinüber. Sie werden nicht mehr von Nutzen sein. Ja, glaube ich auch. Ja. Nicht im Kampf modifiziert werden. Hallo. Ich will einen Anzug ausziehen. Gut. So, wer geht bei roten Alarm nicht? So. Eine leichte Schieflage hier, das Ding. Ja, so leicht. Something has closed the doors. Most unsettling. I think the station's defenses are activating. Oh. Aua! Alter! 10 Strahlen aus allen Himmelsrichtungen hier. Personal shield losing power. Flanking damage detected.
könnte schwören, ich habe keinen richtig zerstört. Also entweder war Tuvok jetzt im Alleingang oder die sind abgehauen. Ja. Aber das ist ja immer noch das Problem von der letzten Folge. Die sind, bestehen nur noch aus den Tentakelenden, dass man sie noch schlechter sieht als vorher. Ja. Hier geht's lang. Bei mir ist die rechte Tür auf. Ja, bei mir auch. I remember this room. The security protocols shut us out when we first arrived. Prepare yourself. We must defend Dr. Cooper. Verteidigen Sie Cooper. Sind Sie ja. Alter, guck mal, mach mal hin, ey, Fortschritt. I need you to activate a console while I work on this. So, ich geh mal zur hinteren Konsole. Ja, Tuvok macht das schon. Excellent. I can keep moving forward over here. Hälfte knapp. Enemy targets on sensor. Auszeichnung erhalten. Fürst der Energie. I need you to activate a console while I work on this. Da kommen wir fertig, Cooper. Okay. Enemy targets on sensor. Beschütze ihn nochmal, ich muss die Konsole aktivieren. Perfect! I'm almost done! Austauschen erhalten, Tuvok Hilfe. We're through! So. Ich hab die nicht bekommen. Was hast du denn dafür gemacht? Ich weiß es nicht. Oder hast du mehr zerstört als Tuvok einfach? Das kann sein, ja. Weil er hat mir Feuerschutz gegeben, ich bin nicht so oft getroffen worden. Okay. Musste man hier nicht durch irgendeinen Raum, der normalerweise irgendwie so Sonnen... Das kommt drauf an, was man macht im Laufe der Mission. Oder welche Sprachoption man nutzt. Man wird dann entweder über Weg A oder Weg B geleitet. Ah, okay. So. Schilde deaktiviert. Was ist das? Ich hab gerade was scannen und stand genau vor einem dieser Generator. Zerstöre die Verkabelung. Ja. Das war knapp. Ist auch zum Glück gar nicht laut hier, oder? Nee. Auch noch so nachdampfen hier. So, letzte Verkabelung. Strahlentänzer aus. Hey, ja, hab ich auch gekriegt. So, Schilde wieder hochfahren. Ihnen gebührt die Ehre, diese Station zu deaktivieren. Da haben wir es da. Hauptkontrolle aktivieren und Station runterzufahren. There we go. The deactivation program is moving nicely. Doctor, I'm detecting something curious. Energy levels in the gateway in front of us are rising at an exponential rate. It appears to be activating. What? Let me check. Oh, this is not good. The gateway is designed to be an escape hatch in the event this station goes offline. We cannot deactivate the jump protocols without activating the gateway as well.
Is there any way to override the protocols? None that I can see. If we want to stop the jump, we have to activate that gate. It seems we have little choice. Your thoughts? Mit Doktor sprechen. Wie ich rausfallen? As Tuvok said, we have no choice. If we want to stop this sphere from moving, we need to activate the gateway. Our time here is limited. The Voth will return in force. We have to do this now. There is no other option. Was für Antwortmöglichkeiten? Zeit ist herunterzufahren oder das Risiko ist zu groß. Wir können kein weiteres Portal öffnen. Runterfahren. Das ist ein sehr komischer Trigger bei dieser Konsole hier bei mir. I'm so sorry. I wish I could have found a better way. I failed you both. Do not dwell on this. If there was another option, we would have found it. One moment. We are being hailed. Tuvok here. Chief Engineer Tarkrum of the Dyson here, Admiral. Acknowledged, Chief. Are all of your systems restored? The opening of the gateway cleared up the ambient distortion disruptions. Do you need transport? Yes. I want to get off this station now. We are ready to depart. Chief, do you have a lock? Admiral Tuvok, come in! Dyson, 3 to beam up. We can't get a lock. You need to get out of the hot zone. Move! Oh, ja dann. Wie viel los? Aus hier. Da klang so ein bisschen diese Transporter-Schiff wie Simon Peck, finde ich. So ein bisschen, ja. Können wir jetzt den anderen Gang verwenden? Nee, gar nicht. Okay. Lauf, Forrest, lauf! Wir werden sterben! Wir werden sterben! Hinter uns müssen jetzt noch irgendwie so wie bei Indiana Jones eine große Steinkugel irgendwie herrollen, ja, oder so. Genau. Wir reichen die Trümmerstücke, die schon von oben runterfallen. Ja, der Dampf hier in den Gängen ist auch heftig, oder? Rauch. Wir müssen es raus! We have a lock on you, sir. Just give the word. Okay, beamen sie uns hoch. Weißt du, welche Spezies gehört der Transporter-Chief da an? Der Romulaner, der hat so einen romulanischen Helm. Okay, weil der auch so ein komisches Gesicht hatte, so. Ja, ja. Wie so eine Knetenmasse. Boah, so richtig erfasst hat er uns nicht, so lange es dauert, das Beam wieder, ne? Ja, die Sonnenstrahlung, weißt du doch. Wir können ja, also, wie heißt es, die Sonneneruptionsinhibitoren, Interferenzen stören den Transportervorgang bei dem Musterpuffer, bla bla bla. Genau. Typisches Voyager-Techno-Bubble. Wir müssen die ringförmigen Eindämmungsstrahlen anpassen. Oh je. Good to have you on board, sir. I'm Chief Engineer Tarkrum. The fleet in your ship are still engaged with the Voth, but several Voth ships are making their way towards the gateway. One of their dreadnoughts has already passed through. As the only available ship, we have orders to stop the other Voth from entering the gateway. Verstanden. Mal sehen, was dieses Schiff drauf hat. Das ist auch ganz alles so rot hier? Nee, und vor allem war der Himmel heller. Ja, der ist jetzt spatt. Was? Das geht ja noch eine, geht ja noch eine Weile, oder? Wollen wir noch einen Break machen oder schaffen wir es noch in der Folge? Es ist nur ein paar Wellen vernichten, oder? Und danach ist Ende oder kommt danach noch mehr? Also wir müssen hier zwei Wellen erledigen und dann auf der anderen Seite haben wir nochmal drei Wellen von Undinen, die wir erledigen müssen. Das dauert auch. Kann einen Moment dauern. Aber okay. Probieren wir einfach mal. Gucken wir mal. Ja, komm. Genau, probieren wir so. Also wir sind jetzt bei knapp 23 Minuten. Nein, oder jetzt noch 10, 15 Minuten länger, dann passt es auch noch. So. Tanzrichtung, weil es hier schon funktioniert. Ja,
weiß nicht. Ich glaube nicht. But one dreadnought did go through the gateway. If my readings are correct, it is passing into another Dyson sphere, this one deeper in the Delta Quadrant. If the Voth are allowed to enter another sphere, they will try to claim it, as they have fought to claim this one. Portal betreten.